Servus Leute, der Moritz ist wieder am Start. Wie geht's euch denn? Wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir diese Rätselquest gemacht haben aus dem Nebelturm. Und wir haben aufgehört mit dem letzten Rätsel, welches heißt, ich lese es euch kurz vor. Ich weiß gerade nicht auswendig, irgendwas mit Fischer und auf der anderen Seite auf jeden Fall. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Und ich habe überlegt und gerätselt, was könnte das sein? Und das ist mir wie Tomate von der Auge gefallen. Es gibt ja eigentlich hier unterhalb des neuen Lagers gibt's diesen kleinen Fischerbootshaus und so. Und da gegenüber, da müsste es sein. Also nur vorweg, ich habe die Theorie überprüft und ja, es stimmt. Nicht, dass wir noch mal 3 Stunden durch die Gegend haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin davor wirklich noch eine halbe Stunde planlos durch die Kolonie gerannt, bis mir das dann irgendwie eingefallen ist. Ach, da war doch was, scheiße. Und dann war ja klar, weißt du, also ziemlich dumm eigentlich. Aber immer noch was rausgefunden, wir googeln nicht, wir machen alles selber. Das ist uns ganz wichtig. Seid ihr drauf gekommen, habt ihr schon vor mir gewusst? Vielleicht schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall, wir refreshen hier. Außerdem müssen wir nochmal bei Coverlong vorbeischauen, weil da wartet vielleicht auch noch eine kleine Überraschung. Habe ich auf jeden Fall noch gefunden und die würde ich hier im Video festhalten. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen schneller, oder? Ein bisschen Tempo drauf. Tempo, Tempo, Tempo. Yalla, yalla, yalla. Oh Gott, ich bin so gespannt, wann das Rätsel endet. Auf jeden Fall geht es danach noch weiter, das ist nicht vorbei. Aber ich muss sagen, das Rätsel, wo darauf folgt, ist ein bisschen eindeutiger. Und das soll der Merkleidschaft. So, den Varan nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir lassen kein EP zurück. Die versuchen wir auch einfach so zu treffen. So, und dann geht's gleich ins kalte Nass. Und straight rüber auf die andere Seite, wo uns dann die nächste Buchseite erwartet. So lobe ich mir das. Das war ein guter Dive. 10 Punkte. Ja, schöne Ansicht übrigens. 10 Punkte sprung raus. Jetzt aber. Gut. Den schnappen uns gleich wieder Pyrokinese. Oh. Schön anschleichen aus dem Schiff. Pyrokinese an. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Verbrutzel, verbrutzel, Mann, sind wir jetzt. Für die von euch, wo Avatar gucken, ihr wisst Bescheid. Da ist es, das alte Buch. Ja, natürlich wieder schön mit meiner Erzählerstimme vorlesen. Chromanin 4. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung. Des Klanges. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Das finde ich ein bisschen eindeutig, damit ist vielleicht das Schiffswrack unten am Strand gemeint. Weil es, glaube ich, sonst auch kein anderes Schiff gibt. So wirklich. Da hauen wir mal einen Feuersturm rein und hoffen, dass wir alle Blutlinien erwischen. Na, nicht ganz. Aber es sah schon gut aus. Das sah gut aus. Oh ja, wir gehen erstmal zu Carlons Hütte rüber. Da gibt es noch was ich gerne holen würde. Da reicht ein Einminütiger. Dann porten wir uns ganz fix zurück ins Sumpflager. Und von da aus gehen wir wieder straight hoch den Weg zum Dings. Und wir sollten uns zu Xalas auch noch porten und das Monster-Schrumpfen holen, damit wir den Troll noch platt machen können. Das ist nämlich die letzte Substanz, wo wir noch fürs Ulu-Mulu brauchen. Aber jetzt erstmal die eine Quest machen und mal gucken, wie lange wir da noch brauchen. Ich bin echt mal gespannt. So, kommen wir hier raus. Ja, kommen wir direkt bei dem seine Hütte raus. Nice. Und 200 Meter weiter ist gleich der nächste Jäger. Aber der hat keinen Bock auf Krieg, das sage ich jetzt schon. Die sind eher cool drauf. Ah, kein geiler Jump hinbekommen, schade. So. Kannst nicht. Da ist Kavala und er hat Besuch. Wer ist es denn? Scorpio aus dem alten Lager. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Und dann sticht er uns ab. Alles klar bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Super Sache. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Es lohnt sich zwar nicht wirklich, was wir machen, aber fürs gute Gewissen. Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Ja, wären es bloß 200 Erz, aber der hat noch 10 Lernpunkte von uns, was mir echt nicht irgendwie... Zeig mir deine Ware. So, und da ist nämlich
Ah, die können nichts, die Tränke. Naja. Und zwar, da ist nämlich das, was ich gerne haben würde. Kein Breitschwert. So ein Schlachter. Vollstrecker. Die ganzen Waffen sind einfach besser als das. Das will ich. Unser Berserker-Wort. Das hat zwar, macht einen Damage mehr als Laris seine Action, deswegen kaufen wir es uns auch. Und zum Ausgleich geben wir dem ein paar von unseren Waffen. Was haben wir noch? Gardistenhand. Silas Axt. Ach, Silas Axt hebt mal auf. Die hat Sammlerwert. Götterhammer brauchen wir selber. Siegbringer vielleicht? Ja. Gibt schon so ein bisschen Erz oben drauf und dann passt es. Ein wenig Erz. Jawohl, jawohl, jawohl. Ups, das war 10 zu viel. Super Sache. Und jetzt sehen wir gleich auch noch ein bisschen cooler aus, vielleicht mit dem neuen Schwert. Da haben wir es. Berserker. Das sieht jetzt eigentlich aus wie Scars Schwert. Bloß Scars Schwert hat, glaube ich, 75 Damage, wenn ich mich recht erinnere. Also doch nochmal 10 Angriffskraft mehr. Aber das kriegt man jetzt noch nicht. Das kriegt man erst später, wenn wir wirklich wieder ins neue Lager zurückgehen. Ins neue Lager, ins alte Lager natürlich, sorry. Teleport in Sumpf. Und wir sind weg. Ah, dann schnabulieren wir gleich mal hier so einen Geschwindigkeitstrank, der 2 Minuten anhält. Geile Sache. Und Abmarsch. Na, spring mal. Ja, so ist recht. So macht es Reisespaß. Na, jetzt sind wir ein bisschen verschielt, aber egal. Das schwimmt so aus. Ich hoffe, wir liegen mit der Theorie richtig, weil sonst wäre ich echt wieder überfragt, wenn es dann nicht ist, was wo an Bord sein könnte. Aber das ist so das einzige Boot, wo mir eigentlich in Sinn kommt. Oder wo Sinn machen würde. Wobei es halt auch sehr nah am Nebelturm wieder ist. Aber es könnte auch sein, dass das einfach nur so eine Schnitzeljacke ist und sie da unten, also zum Nebelturm zurückbringen soll. Kann natürlich auch sein. Da bleibt nicht hängen. Tun wir gleich mal unsere Waffe mit Blut tränken. Unsere gute Brüder bringen wir um. Sauerei, Sauerei. Aber die kochen wir einen Topf und machen Linse draus. Jawohl, jawohl, jawohl. Mit Speck und Seidewurst. Ach Gott. Also ich muss ehrlich sagen, die Quest, die macht mir schon sehr Spaß. Wenn man da wirklich nochmal so, da beweisen sich wirklich die Leute, wo Gothic 1 gespielt haben und so nachdenken. Also wirklich so die Details wissen und sich auch ein bisschen logisch reindenken können. Und dann merkt man hier die Pros. Ach Gott, das finde ich göttlich. Aber auch, weil ich die Quest noch nie gespielt habe. Also ich finde, es feiert das voll ab, die Quest, weil ich sie einfach noch nie gespielt habe. Ich habe wirklich jede Quest in Gothic 1 schon gespielt. Ich habe auch jedes Lager mindestens 2-3 Mal durchgespielt. Also hat mich kaum was überrascht, aber das ist wirklich geil, wo man sich nur mal so ein bisschen mehr in Gothic 1 hineinversetzen muss und reindenken muss. Geil, geil, geil. Da ist Schiff, da ist Schiff. Ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Also ob es jetzt dann ein Ende ist, so, oder ob die noch 10 andere Rätsel haben, wo wir lösen müssen, weil dann können wir noch mit 5 Folgen nur mit Rätsel Spaß machen. Aber hätte ich doch bestimmt auch Bock drauf, oder? Ich bin der Malbert und ich bin auch dabei. Auf jeden Fall liegt hier schon mal Bier rum, was schon egal ist, Wein. Das macht das auch Sinn, dass man hier vielleicht ach guck, da liegt schon. Naja, wir hatten richtig geraten. Romanin 5. Ich habe das Buch gefunden. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Ah ja, also wieder unten im Turm. Also ist das so eine Art Zirkel wahrscheinlich. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten. Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden. Mich zu finden, hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Also wahrscheinlich wieder hier. Dann gehen wir hoch in den Turm. Oder mal was hat er gerade anders aus? Nein. Was ist das? Oh, Schutz vor Feuer. Geschwindigkeit. 1 Minute erreicht.
Wer ist bereit für die nächste Runde? Schneller, schneller, schneller! Gewinne, gewinne, gewinne! Wir trinken Geschwindigkeitstränke! Runde, Runde, Runde! Oh Gott, wir sollten echt aus so einem Volksfest arbeiten und einfach nur die ganze Zeit sagen: Gewinne, Gewinne, Gewinne! Wer will, wer kommt? Lose hier, lose da! Nur 5 Euro, da ist los! Ja, das ist ein bisschen buggy. Geschwindigkeitsdrang, sowas machen. Ja, wir sollten auf jeden Fall gefasst sein, ob wir vielleicht nochmal kämpfen müssen. Bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet. Oder ob einfach nochmal ein Skelettmagier gespawnt ist, gegen den wir kämpfen müssen. Lichtzauber. Untote vernichten. Licht. Schick. Schick, schick. Schick, 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 Schickeria. Schick, schick. Da-d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 um. Bam. Hm? Da sind noch ein paar Skelette da. Also entweder die haben wir vorher vergessen oder die sind jetzt wieder gespawnt. Auf jeden Fall sollten wir speichern, das ist ganz wichtig. Und Mana brauchen wir natürlich auch noch. Sehr geil. Das. So, gehen wir mal da weiter. Da ist nix. Da ist nix. Und rechts ist auch nix. Oder? Nein. Falscher Weg. Falscher Weg. So. Sauerei. Sauerei. Kommen die Skelette auf einmal. Geil. Im Jump, wo er uns erwischen wollte. Bam. Auch zu. Okay. So, laufen wir gerade irgendeinen Scheiß. Hier waren wir gerade eben. Da geht nichts. Okay. Hier? Da wahrscheinlich. Oder? Das sieht so tunnelmäßig aus. Ja, wenn wir jetzt in die Sackgasse kommen, dann rege ich mich aber auf. Okay. Ja, da ist der Wanddurchbruch. Und da haben wir ihn getroffen. Ah ja, da liegt er. Die Leiche. Wir haben es geschafft. Auch krass, dass der erst jetzt spawnt. So, also 302 Erz. Das nehmen wir mit. Wahrscheinlich Chromanien, letzter Teil. Chromanien 6. Reisschnaps, das. Lebensenergie plus 30. Ja, jetzt bringt das nicht mehr viel. Verwandlung Bloodfly. Mal gucken, was seine letzte Geschichte ist. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist nee. Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Hilfe! Fuck! Was ist denn das bitte? Ach du Scheiße, Alter! Fuck, was ist passiert? Wir speichern mal da unten, nicht, dass wir irgendwie nicht mehr wegkommen. Alter, ey. Scheiße, wo die alle auf einmal herkamen. Die warten ja nur ums Eck, um uns wecken zu können, ey. Fuck. Scheiße. Aber geil gemacht, wie geil. Oh, geil, die haben auch eine Sprachsequenz eingefügt. Das wird ja immer cooler. Aber wir müssen die irgendwie einzeln herlocken. Müsste den Schimmel mit Feuer stimmen. Jetzt brennen die.
voll. Ah, Scheißdreck, ey. Das wird schwierig. Jetzt beschwert er wieder irgendwas. Mal Licht machen. Ah, fuck. Fuck, jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir da am besten vor. Scheiße, die Skelette hauen uns halt gleich um, sobald wir irgendwie um die Ecke gehen. Das heißt, wir müssen erstmal die Skelette herlocken, dann einen Haufen Untote vernichten. Fuck, der hat uns gleich erwischt. Nein. Jetzt ist unsere Chance. Jawohl, ein Skelettmager weniger. Jetzt müssen wir abhauen. Rennen, rennen. Spring, Kalle, spring. Folgen wir uns noch? Okay, geil. Wir haben ein Skelettmagier schon mal, das ist sehr gut. Das heißt, wir haben schon ein bisschen weniger Skelette vor uns. Puh. Gut, die müssten wir mit Untode vernichten, eigentlich gut im Zaum halten können. Weil die sind, glaube ich, auch zusammengefallen, wo ich den umgebracht habe, oder? Kann das sein? Ah, nicht ganz. Der so unbegrenzt ist. Waren das zwei Skelettmagier? Ich weiß es nicht mehr. Oh, fuck. Gut, da können wir jetzt mal hier abspeichern. Erstmal kurz recken. Fuck. Oh, wie geil, Alter. Oh, ist das cool. Das letzte ist quasi eine Beschwörungsformel für Skelettmagier. Mhm. Ja, Ruhe, das hier müsste der Skelettmagier durchgefallen. Krasser Scheiße. Hier irgendwo einen umgebracht. Ah, da müsste er auch liegen. Oh, auf jeden Fall eine geile Quest. Gut, ich glaube, das müsste erledigt sein. Ich will noch mal kurz in das Buch gucken, aber nicht, dass noch mal hier ein Haufen Skelette beschworen werden. Komm mal. Sehr interessante Questreihe. Passiert da nochmal was? Ist das jetzt einmalig gewesen? Die Leiche ist auch weg. Ja, passiert nichts mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wirklich sehr geil. So, aber jetzt. Dann können wir ja mit der Ulumulu-Quest weitermachen, nachdem wir die jetzt erledigt haben. Sehr geil. Props gehen raus an die Gothic-Designer, so wie jede Folge eigentlich. Ihr seid die Besten, ohne Witz, so genial. Auf zu Xardas, zu Xardas. Ja. Da haben wir sogar Monster schrumpfen vielleicht. Lauf nicht so blöd, Kalle. Freundlich stimmen, Angst. Nein, der läuft halt gern. Nope, keins ist da. Das Mysterium mit dem Herz eines Eisgolems müssen wir auch noch rausfinden, da man das mit 500 Mana tragen kann.
Und was das denn kann, kann man dann dauerhaft geile Eisgolems beschwören oder wie sieht es aus? Das wäre auf jeden Fall interessant. Müssen wir noch raus, aber ich glaube, schwierig 500 Mana zu erreichen. 500 Punkte. Oh, kriegt man überhaupt 500 Punkte zusammen? Müssten wir 50 Level aufsteigen und alles nur in Mana buddern, hey. Ich suche magisches Wissen. Monster schrumpfen, ja, das brauchen. So, das sind Dämon beschwören. Nix Interessantes. Gut, dann verkaufen wir dem mal ein bisschen was. Ja, die brauche ich nicht wirklich. Knochenbrecher, kannst du haben. Kannst du haben. Und irgendwas Billiges, das kriegst du noch. Ja, habe ich noch irgendeinen Scheiß, wo du haben kannst. Ist extrem nichts wert. Ja, hier der Scheiß ist nichts wert. Alter, und jetzt den Riese schrumpfen und dann wieder zurück in die befreite freie Mine. Jawohl. Und dann haben wir unser Ulumulu und dann geht's ab. Ja. Ja, dann müssen wir noch zu Wolf unsere Rüstung. Aber das machen wir jetzt alles noch. Das wird gut. Das wird richtig geil. Schnell hier noch gute Geschwindigkeitstränke reinhauen. Ja, dann können wir den einen nochmal umklatschen. Können wir Xardas den letzten Kreisler und alles im Mana putzen. Das wird so geil. Oh, dann sind wir so mächtig, einfach so mächtig. Und dann können wir in der nächsten Folge schon in den Tempel gehen. Jawohl. Ja. Ich finde es aber geil, dass wir das Rätsel gelöst haben. Vor allem, es waren echt ein paar schwierige dabei. Also, eigentlich, oh gut, das ist so richtig schwierige 1 und 2. Also gerade das mit dem Gespaltenen, das würde ich jetzt nicht jedem zutrauen. Bei dem 3, da haben wir uns einfach ein bisschen blöd angestellt. Da hätten wir vielleicht früher drauf kommen sollen, dass die Fischerhütte... Also ich meine, das ist ja logisch. Und ich überlege die ganze Zeit, Fischer. Aber es ist ja eigentlich logisch, dass die Fischerhütte gegenüber gemeint ist. Ich sag ja, wir haben einfach diesen Fischer-Aspekt, haben wir komplett vergessen zu berücksichtigen. Und wir laufen so und dann... Oder? Nee, da raus. Da geht's raus. Das war unser Problem. Dass wir einfach uns eher auf den See konzentriert haben und nicht auf diesen Fischer-Aspekt. Aber sonst, boah, Gott, gut gemacht. Verdammt gut. Und gerade diese, ich hätte niemals mit dieser Schlusssequenz gerechnet, dass die dann so geil abgeht. Ich muss mir nachher nochmal anhören, was der gesagt hat. Ich konnte gar nicht richtig zuhören, weil ich so in Panik war. Fuck. Was mache ich jetzt? Ich muss weg. Oh Gott. Ja. Jetzt gleich mal höflich klopfen, ob der Riese noch oben da ist. So, hallo, können wir dich umbringen? Hast du Zeit? Brauch dich geschwind. Muss mir deine Trollhauer nehmen, damit ich mir Ulumulu basteln kann. Standarde für Respekt und Ehre. Respekt, gell? Fehlt viele Leute. Ja, guter Respekt. Oh Gott. Was ich außerdem anmerken möchte, ich glaube, hoffentlich hört man mich heute ein bisschen besser. In der Aufnahme letztes Mal und auch davor kam es mir ein wenig leise vor. Und jetzt hebe ich einfach mal Gosch ein bisschen näher ans Mikrofon. Und ihr verhört meine gute, sexy Stimme, ja. Mit denen irgendwas geben, sagen. Ich wollte ihm doch eine Karte mitbringen. Edford. In den Oib, tu ich nix. Und der Jax. Drax. Drexler. Na, da geht nochmal was. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das reicht uns nicht. Gibt's eigentlich noch einen. Ja, es gibt einen vierten Teleport noch. Es gibt noch den Teleport in den Tempel. Es gibt noch den Teleport ins alte Lager. Ja, da ist der Troll da oben. Das gibt der rechte Troll-Sub und das Lager nehmen wir später aus. Ihr seht nicht, wie ich drauf zeige. Aber rechts ist ein volles Bandite-Lager, welches nur durch Mods die Quest freigibt. Und da muss man, glaube ich, auch dem alten Lager. Alten Lagern gehört, dass man sich die, also das haben wir hier so gemoddet anscheinend, dass man sich da dann die hohe Garderüstung freischalten kann, weil es ja so an sich kommt man ja nie auf das Level. Man fliegt ja vorher aus dem Lager raus. Monster schrumpfen. Gott, jetzt müssen wir schon wieder einen Zauber ablegen dafür. Kugelblitz kann weg. Monster Kontrolle ist das. Monster schrumpfen. Hier, 10. Ja,
Warte. Easy. Leicht verdiente 2000 Punkte. Schrumpfen die Hauer jetzt auch mit? Und schrumpft sein Penis auch? Oder bleibt das alles so groß? Oder haben Trolle allgemein kleine Penisse? Gute Frage. Beantwortet sie mir doch mal bitte in den Kommentaren. Auf jeden Fall interessant. So, jetzt wollen wir zurück ins neue Lager. Kann man das wieder ausziehen? Einen Kugelblitz drin. Wir sollten auf jeden Fall uns dann noch mit Kettenblitz eindecken. Teleport jetzt zu der Wassermarke und dann geht's straight in die neue Mine. Ich sag immer neue Mine, aber das heißt ja eigentlich freie Mine. Ha. Der hat's gemacht wie ich früher im Geschäft auch. Wenn der Chef auftaucht, bin ich schnell zurück zur Arbeit gesprungen. Ich hab gesagt, der ist auch ganz schnell zum Buchstaben. Oh, fuck. Der Mallred ist da, wir müssen wieder was schaffen. Ist vorbei mit Faulenzer, gell? Das hat jetzt im Geschäft auch mal gemacht. Ah, scheiße, da kommt der Chef. Oh, jetzt mal wieder schnell zurück an die Arbeit und so, do, als ob man was macht. Oh ja, ja, das war eine Zeit, gell? So. Leute, ich sag's euch, es ist wirklich momentan echt schwierig für mich zu lernen. Ich kann mich so 1 bis 2 Stunden maximal so begeistern für das Fach, aber dann finde ich es so nervig. Also, kennt ihr das, wenn man so versucht, was zu lernen, aber man es eigentlich so richtig dumm findet und sich so total quält und eigentlich immer versucht, irgendeine Ausrede zu finden, das nicht zu machen? Weil man so denkt, so, Alter, das ist so blöd und warum muss ich das können? Und BWL ist sowieso nicht meins und ich quäle mich da gerade richtig durch. Echt complicated gerade, vor allem bei ich finde Steuerrecht geht noch, aber Konzernrechnungslegung, da muss man auf einmal, Organigramm geht auch noch, aber dann soll man irgendwie eine Neubewertung von der Firma machen und ich denke so, oh Gott, nein, echt jetzt, wie soll ich die jetzt neu bewerten? Dann muss man sich eine Bilanz angucken mit 2000 Zahlen und dann muss ich genau die eine richtige raussuchen. Und dann denke ich so, oh Gott, jetzt fuck mich doch nicht ab, was soll denn der Scheiß? Aber das ist dem Prof so egal. Also ich glaube, ich würde es schon verstehen, wäre die Vorlesung vielleicht einigermaßen angenehm, aber der Prof ist halt auch so eine Lahmtasche. Kennt ihr das, wenn Personen einfach reden und man einfach schon kontinuierlich einpinnt, weil er einfach der Gedankenfaden abreißt, weil man sich einfach die Person gar nicht zuhören kann. Weil die so eine einschläfernde, was heißt Einschläferung? Eine Ausstrahlung der Desinteresse hat, dass man quasi schon selber so komplett desinteressiert in dem Ganzen ist. Wie kommen wir denn da am schnellsten hin? Hier unten, du? Hallo! Warum folgst du mir jetzt? Halt die Stellung. Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Finde ich gut. Was haben wir von Gorn gelernt? Ein freier Rücken ist schon mal das Beste. So, da geht's runter und ich... Ups, ja, kann man machen. Und dann gehen wir straight hier durch. Müssten wir da runterjumpen können. Ach ja, aus der Mine kann man sich rausporten, das ist scheiße. Aber falls ich es nochmal spiele, muss ich mir auf jeden Fall die Minen im Betrieb angucken oder hoffen, dass ich vielleicht, wenn ich Söldner bin, irgendwie so reinlaufen kann. Ja, klappt. Hat geklappt. Ein schneller Lichtzauber. Ne, keine Untote vernichten. Licht will ich. So, dann noch schnell was trinken. Wir sollten auch mal so einen Heilungszauber vielleicht ausprobieren. Haben wir auch noch am Start. Dann hätten wir auch noch am Start, gell? Dann müssten wir eigentlich direkt über Tarek. Rauskommen und der gibt uns dann das Ulumulu. So aus seiner Werkbank, wo immer dabei hat, tut uns das geschehen Zimmer baschle. Ah, da ist er. Augsklave. Wir hätten wenigstens Tarek drüber schreiben können. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es abgefeiert, wenn jetzt gesagt hat, so, hier, ich nehme die Teile, ich habe ein Ulumulu schon dabei, dann kannst du das nehmen. Weil das auch schon sehr oft in Gothic passiert ist, dass du einfach so bringst in die Teile, oh ja, ich habe da zufällig noch eins auf Lager, das kannst du nehmen, ich nehme die Teile dafür. Das sagen, oh, ich trage so Ulumulu immer, da darfst mit mir rum, oh, ist kein Problem. Ja, welche Ork, also klassische Ork, Ork-Standardausrüstung, weißt du, Ulumulu in der Dash, wer braucht's nicht? Gell? So, jetzt müsste eigentlich Kapitel 5 gleich starten, wenn wir draußen sind.
Und dann hoffe ich mal, dass wir wirklich den letzten Kreis lernen können. Dann buddeln wir den Rest noch in Mana. Ja doch, eigentlich, wenn wir den letzten Kreis haben, müssen wir bloß in Mana buddeln. Und vielleicht was in Stärke, dass wir im Nahkampf ein bisschen versiert sind. Wäre ja auch cool, wenn wir im Zweihandkampf ausgebildet werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Könnten wir Uriz hier sogar als Zweihänder. Oh, das hätte was, ey, das hätte wirklich was. Ah, wie viel Stärke brauchen Uriz hier? Also wir könnten nicht ganz. Witzig wäre, es wäre ja so witzig einfach, wenn wir ein Zweihandkämpfer Magier wären. Das wäre ja. Memmer, habe ich noch nicht gemacht. Hätte was. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich. Die Orks respektieren dieses Etwas. Ajo. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis... Ja. So lange werde ich es... Kennen wir schon. Bis später. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Jawohl. Was macht denn die an Damage eigentlich, das Ulumulu? Ja, naja. So, dann porten wir uns mal erst zu Xardas. Ja, komm, zu Xardas. Weil dann können wir, wissen wir nicht, dass wir recht den Mana buddeln können. Weil wir mit dem Mana jetzt auch schon echt gut klarkommen eigentlich. Lehre mich den letzten Kreis. Oder können wir den ersten Kapitel 6, das wäre arg nervig. Das wäre wirklich arg nervig. Heute wird es ein bisschen länger, weil jetzt haben wir doch nur ein klein wenig was zu tun. Xardas. Ich suche magisches Wissen. Was hat denn der? Geschicklichkeit, Stärke, Mana. Oh, Alter, auf jeden Fall. Was hat denn der? Er hat auch keine gescheiten Zauber mehr. Ach, Feuerregen, hier, klar, Feuerregen, auf jeden Fall. Na, aber die interessanten Zauber hat er nicht. Na, gucken, was die anderen noch so haben. Das brauchen wir. Alter, würden wir das Ulumulu einfach verkaufen? Das wäre so dumm. Ja, das passt schon irgendwie. Hier Dämon beschwören, nehmen wir uns mal noch mit. So. Ich hätte gern jetzt den sechsten Kreis gehabt, weil dann wird es wenigstens Sinn machen irgendwie. Was tragt man denn? Zahl, Mana Bonus 10. Amulette Level 25. Eigentlich kann man puttern jetzt einfach ein bisschen was in Zweihandkampf und dann nehmen wir uns eine schöne Zweihandwaffe mit. Oh ja, dann nehmen wir uns. Oh, dann holen wir uns Lee seine Axt. Oh ja, das ist eine echt gute Idee. Also back to the Wassermagier, Watermagier. Nein. Haben wir überhaupt genug Stärke, um Lee seine Axt zu tragen? Ich glaube nämlich nicht, dass wir noch genug Stärke haben. Aber Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Na, hohe Robe. Mögest. Dankeschön. Der müsste ja auch wieder was auf Lager haben, oder? Wo ist denn der? Hey, Kalle. Oh, der steht jetzt bei... Ah ja, da steht er. Pardon. Wenn du verletzt bist, werde ich dich heilen. Ja, danke. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Zeig mir da was. Zeig mir da.
Okay, der ist sowas von fällig. Er hätte sich nicht mit neue Tränke eindecken dürfen. Sorry, Bro. Das war's ja dann. Bro. Also ich glaube, an Tränke mangelt es uns echt nicht mehr. Was haben wir denn da eigentlich jetzt alles? Dauer 5 Minuten, Trank der Eile, Trank des... Alter, Walter, wir haben so viel Geschwindigkeit jetzt. Wie geil. Das wirst du noch bereuen. Ja, Kalle, wenn ich mit dir rede, sagst du eh wieder, aber vergessen wir unseren Streit. Jetzt gucken wir mal nach Lies Axt. Es wäre ja geil, wenn wir da echt wenig Stärke benötigen würden. Langweiliger Kampf. Jo, unser Erz holen wir uns zurück. Na, so viel Erz brauchen wir nicht. Lieber mal ein paar andere Sachen und dann Erz, was geht. Ich weiß gar nicht, wie man sich alles Erz wieder rüberholt. Das habe ich gar nicht eingestellt. Ich glaube, da brauchen wir auch echt viel Stärke für die Axt. Das wird hier noch sehr leid tun. 95, ja. 32 Stärkepunkte. Das kriegt man nicht hin. Kriegt man leider nicht hin. Wahrscheinlich hast du recht. Mal gucken, was uns Kronos noch so verkauft. War nicht besonders schlau. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ja. Wir sollen uns von Wolf noch die Rüstung abholen. Die neue Koala-Rüstung. Das war doch klar. Es ist aber auch dumm, wenn man die Quest nicht macht. Der Krieg verpasst echt eine gute Rüstung. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Super Sache. Das heißt, die Rüstung ist fertig. Ja, Mann. Hier ja, Mann. Ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke. Du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Ach, super Sache. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Bring mir mehr von diesen Platten. Ja, wir haben ja unsere Rüstung jetzt. So. Vor Feuer sind wir weniger geschützt, aber wir haben halt mehr Waffen. Alter, vor Magie so überhaupt nicht. Aber wir werden nicht auf viel Magie treffen. Oh Gott, sieht das gut aus. Als ob man einen Haufen Krautwickel aneinander genäht hätte. Kronos, bleib stehen. Magie zu ihr. Magie zu Ehren. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Deine Schriften interessieren mich nicht so. Mir interessieren deine Halsketten. Ja, uninteressant, 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 uninteressant. Scheiße, scheiße. Hast du vielleicht ein paar geile Mana-Ringe oder so? Die guten Mana-Ringe haben wir schon gekauft. Ja. Eispfeil, Kugelblitz haben wir schon. Echt, Eisblock. Wundwürfe nicht nehmen wir auch schon. Naja. Nur Müll. Was haben wir denn an Mana? 82. Magie zu. Aber wir haben jetzt eigentlich auch nicht so die Mana-Probleme. Aber ich könnte jetzt noch. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu... Ach, wobei, es wäre geiler, wenn wir jetzt wirklich noch auf Zweihandkampf gehen. Wir gehen auf Zweihandkampf jetzt noch. Komm, wir gehen mal zu Lee, der soll uns was beibringen. Und dann auf der letzten Kreis. Wir müssen ja nur zwei Stufen vom Zweihandkampf. Blade. Hallo. Servus. Nee, der hat nichts Interessantes. Aber geiler, kreativer Name, Blade. Was passiert? So ein Magier mit Zweikampf, das wäre auf jeden Fall nice. Man muss eben auch. Lee, rede mit mir. Deine Waffe können wir wahrscheinlich nicht tragen. Ich halte mich da. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Zwei. 30 Punkte. Teuer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist. Das können wir uns echt nicht leiden. Lieber 10 Punkte da rein, wenn wir kriegen halt später noch ein gutes Einhandschwert. Ja, dann doch wieder Plan zurück. War doch zu gut.
Verlass dich auf jemanden und du bist. Naja, auf jeden Fall kriegen wir unten eine schöne Cut-Sequenz dann. Dann hauen wir uns lieber noch 10 Mana-Punkte rein und dann der Rest in Stärke oder so. Magie zu ihm. Magie zu Ehre. Ich benötige magische Kraft. Ich benötige mich. Ich kann dir helfen, da. Okay. Lassen wir mal so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut mit unserer neuen schönen Rüstung. War auf jeden Fall wieder schön mit euch. Wir haben ein geiles Rätsel gelöst, wo ich selber auch noch nicht kannte. Und ja, wenn euch meine Videos gefallen oder wenn ihr merkt, dass sie besser geworden sind, dann liked es doch bitte oder gebt mir 2 oder 3 oder 4 Likes. Abonniert doch bitte den Kanal, damit ich sehe, dass sich auch noch andere Leute außer meine Freunde für meine Videos interessieren. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mit Kronos zusammen hier im Erz bade, dann unterstützt mich doch auf Patreon. Also macht's gut, euer Mallrat.